Irgendwann sterbe ich sowieso. Bis dahin spiel ich mit deutschen Rappern Domino, weil es für sie um King Kalitzin geht. Ich will so Yo, Freunde, was geht ab? Back in dem Game, remember my name. Es ist wieder der Angel hier für euch am Start. Heute mit einer ganz speziellen Folge. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fahre ich jetzt nach Coesfeld, um an einem Interview teilzunehmen. Die Allgemeine Zeitung Coesfeld möchte mich interviewen und heute Abend geht es noch auf ein kleines Konzert, nämlich von Steph London. Alter Schwede, in Dortmund ins Rush Hour, da war ich persönlich noch gar nicht. Und wie gesagt, wir machen uns jetzt auf nach Coesfeld zum Interview. Alter, wie lange war ich schon nicht mehr hier? Digga, wie lange war ich nicht mehr hier? Seit wann ist hier eine Bank drin? Allgemeine Zeitung. Übrigens, hier ist mein Arzt, wo ich meine Hautunreinheiten weggekriegt habe. Also ihr wisst, ich hatte ja mal Akne und so, ne? Aber die Scheiße, die ist vorbei. Hallo. Moin. Moin. Ah, ich bin Leon. Ja, bis hin. Jo, meine, ja, ich kenne dich noch von Falk, von damals. Ja, weiß nicht. Ich wollte schon sagen. 3 Jahren oder so. Man kennt sich schon, ne? Ja, warum du das machst, was du sonst so treibst. Mhm. Ficken, Mann. Okay, ich wünsche dir noch viel Spaß und viel Erfolg, ne? Danke fürs Interview. Hat Spaß gemacht. Jo, danke, fand ich auch. Man sieht sich, ne? Ciao. Das Geile ist, ich kannte ihn persönlich. Von damals, von Tanzschulzeiten her, kannte ich den guten Leon persönlich. So, jetzt muss ich erst noch ein paar geschäftliche Sachen abklären. Ich habe echt keinen Strafzettel. Mega happy. Aber das ist immer so ein Kussfilm, ne? Egal, wo ich hier filme. Die Leute gucken einen an, als wäre man total der Behinderte, Mann. Ja gut, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ja gut. Du Jungs, ich war jetzt noch gediegen einkaufen. Natürlich, wie sollte es doch anders sein? Seetang-Chips, Alter, ich liebe diese Dinger, ohne Witz. Hört auf, diese Brille zu hätten, ich liebe diese Brille, ohne Witz jetzt, Mann. Ich habe an meiner Süßen was Gutes getan und mal ein bisschen Alkohol gekauft, ihren Lieblingsalkohol. Natürlich nur das Beste vom Besten, 360 Chrom-Version, da kenne ich nichts. Chicken Wings und Kassler geholt. Ich glaube, ich gehe nur noch da einkaufen, um nur noch Chicken Wings und Kassler zu holen. Also Grüße gehen raus an Kaufland, falls ihr das sehen solltet. Wahrscheinlich werde ich gleich noch Livestreamen, ich weiß es noch nicht. Kommt drauf an, wie die Zeit, was die sagt. Und eigentlich müsste ich noch eine E-Zigarette vorstellen, die Wismac. Kann sein, dass das Video jetzt schon online ist, ich denke schon. Und wann wird der Vlog rauskommen? Wahrscheinlich dann eine Woche später, wa? Ich weiß es nicht. Digga, Miami Yassin, der killt ja gerade richtig. Ich habe jetzt gerade hier für euch die Wismac aufgenommen. Und so sieht das Ganze dann hinter der Produktion aus. Natürlich aufgeräumt wie sonst was, Mann. Kennt ihn. Aber so sieht das Ganze aus. Übrigens, wer es noch nicht weiß, das war mal meine Livestream-Kamera. Ich habe mich doch dazu entschieden, die Logitech zu nehmen. Ganz einfach. Aus dem Grund, weil die Kamera immer wieder abgeschissen ist und ich gar keinen Bock mehr darauf habe oder die mal angefangen hat zu laggen. Das Ganze liegt auch wirklich an der Kamera, weil das ist halt eine Canon 600D, die ist halt zurückgeblieben, aber ich habe schon das ein oder andere für euch geplant. Scheiße, Mann, mein Energy ist leer. Eigentlich sind da immer meine Energies drin. Wer nicht weiß, wie viele da immer drin waren, 30, 40 Stück. Scheiße, Mann, die sind komplett leer. Heute Abend kommt Juri noch vorbei, dann wird natürlich eine Shisha gesmoked. Wie sollte es anders sein? Richtige Minusaktion. Ich bin gerade extra nochmal nach Coesfeld gefahren, weil ich einen Anhänger von einer Kette verkaufen wollte, um mir davon eine bessere Kamera zu gönnen. Und das stand bis 17.30 Uhr geöffnet. Ich habe mich extra vorher im Internet schlau gemacht, wann das Scheiß-Ding zumacht. Stand ich da um 17.10 Uhr. Rate mal, welcher Laden geschlossen hat. Genau. Da, Digga, da war einfach keine mehr. Die dachten sich so, alles klar. Nee, da ist jetzt einfach mal keine mehr. Zocken wir nochmal ein Ründchen Rainbow Six Siege. Mit dem Livestream, der ist auch schon online. Da würde ich sagen, let's go. Und so sieht das Ganze dann mal aus. Ja, okay, ich war wieder nicht am Essen. Shit. Juri ist auch wieder am Start. Mein Shirt ist ja voll am Eskaladen. Du gibst die Kamera nicht auf. Scheiße. Kamera ist mein Leben. Was macht der Pisser da? Der soll herkommen. Tanknadel. So leer wie das Herz von meiner Ex. Und Juri lässt sich Zeit, es fuck. Die Tanken haben nur noch 10 Minuten geöffnet, Juri. Hau rein. Mal wie langsam und gechillt der geht. Ja, Hammer, ne? Guck dir diesen Pisser an, ey. Wie war das Gefühl, an der roten Ampel abgehängt zu werden? Also, ich war die ganze Zeit hinter dir. Ja gut, hast recht. Ey, ich muss tanken, ne? Ohne Scheiß, ich habe vorhin für einen 10er getankt und ich muss jetzt schon wieder tanken. Digga,
Feels bad, man. So, Jungs, wir sind drin. Das Ganze sieht auch schon ziemlich nice hier aus. Der fucking Laden von JP Performance, Mann. Wir stehen da einfach vor. Mit dem Pisser hier. Das ist so krank. Lass mal Fantreffen hier machen, ohne Scheiß. Das wollt ihr doch so. Alter, die Frau hatte so ein Ass. Das glaubt ihr nicht. Und da wurde gerade ein Typ am Ende von einem Bodybuilder rausgezogen und von vier weiteren verprügelt. Der, glaube ich, nicht so einen guten Abschluss gehabt wie wir, ne? Also, ich habe schön Ass shaken sehen.